Also das war, wenn dann, schon das Leichteste von allen. Molgera Battle in der Gun and Castle Version. Bam, bam. Euch mache ich diesmal nicht fertig. Wo ist der Papa? So, Papa, komm zu mir. Bam 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 bam. Das ist harter Schaden. Und damit hätten wir alle. Badam. Bam. Badam. So, einmal Oma Suppe schlürfen. Und jetzt sind wir ready for takeoff. Brauche ich eigentlich gar nicht. Das brauche ich viel mehr. Normalerweise müsste ich das können. Zack, den, dann den, dann den. Ja, war richtig. Hi. Ganon ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangt. Link, machen wir uns doch denselben Weg, den Ganon beschritten hat, zunutze, um auf die Oberwelt zu gelangen. Sollst du also noch etwas
aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen. Gehe an Bord des Bootes und steuere auf den dunklen Wirbel zu. Danke, aber nein, danke. Geil, die Nachricht kommt nicht mehr. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weisen den Weg zu mir. Okay. Konnte man aber gut erkennen, welcher der echte war. Der war ein bisschen intensiver von der Farbe her. Was ist der hier? Deine Knechte sind ganz schön leicht. Phantom Ganon. Netter Trick. Funktioniert nur bei mir nicht. Du willst den? Sehr gut gemacht, mein Freund. Dann lass uns nochmal. Diesmal. Mit einer leeren Flasche. Ach, ich finde den Running Gag so gut mit der leeren Flasche. So. Es ist immer der hintere. Kann das sein? Na, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ja. Der Last Room. Ernsthaft? Und dann bietest du mir nicht mehr als das? Schande über dich. Richtige Schande über dich. Du hast die Lichtfalle gefunden. Die Kraft des heiligen Lichts ist nun mit dir.
frage mich, ob das Schwert liegen bleibt. Ich hoffe, es bleibt liegen. Wenn du wieder in die Welt, ja, ist okay. Will ich nicht. Es bleibt tatsächlich da liegen. Oh, schade. Ich wollte das Schwert mitnehmen. Echt noch durch die Flammen geschadet? Da wartet er auf uns. Der mächtige Bösewicht Kurganon. Oder Ganondorf. Perfekt. Energie. Ha, ich muss sogar nicht mal runter. Soll ich nochmal runter? Ach, scheiß drauf. Ja. Gut, dann würde ich sagen, auf zum Finale. Sie ist eingeschlafen. Warte. Überstürze nichts. Ich kann ihre Träume sehen. Mehr, mehr, mehr und noch mehr, mehr. Nichts als mehr, soweit das Auge reicht. Ein Meer, in dem es nicht einmal genug Fische gibt, um einen zufriedenstellenden Fang einzuholen. Und an diesen, dessen Trostlosigkeit sich nichts ändert, egal wie weit man auch schwimmt. Was waren doch gleich wieder die Worte des Königs von Hyrule? Die Götter haben Hyrule versiegelt und verbannt? Und sie haben ein Volk hinterlassen? Auf dass es Hyrule eines Tages wieder aufleben lasse? Dass ich nicht lache. Eine Handvoll Inseln im Meer und ein paar Menschlein. Sanix, hi! Ein paar Menschlein, die nicht besser sind als das weggewordene und zu Boden gefallene Laub eines sterbenden Baumes. Willkommen zum Finale von The Wind Waker HD. Was könnten sie schon vollbringen? Versteht ihr es denn immer noch nicht, ihr kleinen Narren? Eure Götter haben euch verraten. Ich habe auf dich gewartet. Auf dich, der du dich als würdig erweist, vor mich zu treten. Nur dafür bist du überhaupt zum Helden geworden. Und jetzt tu mir den Gefallen und enttäusche mich nicht.
Ja, jetzt heißt es gegen Kurganon. Das ist okay. So. Was? Immer noch nicht? Was ist denn los hier? Aua. Zwei Herzen macht er mir Schaden. Unglaublich. Das war Nummer 1. Na los. Wo ist der fünfte? Da. Ups. Ich habe Magie gehört. Aua. Das war sehr doof. Okay, den Kopf kann ich oben lassen. Theoretisch könnte ich das, aber... Na komm. So, easy win. Easy win. Kurganon als Spinne. Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Kampf mit am einfachsten finde. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Weil ich nicht genau aufgepasst habe. Aber mit am einfachsten. Der ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Man muss halt nur seine Position genau finden. Mit den Bomben. Man muss halt Glück haben.
Alter, die Frames. Und Sayonara. Sehr gut. Du bist also die Reinkarnation des Helden der Zeit. Dann ist die Zeit also reif. So sei es. Komm. Gerne doch. Ich komme gerne doch. Was? Okay. Nur nicht runterfallen. Alles andere ist okay. Dort hinten. So, und da ich danach nichts mehr habe, brauche ich den auch nicht. Da brauche ich den Pott auch nicht aufmachen. Gut, noch das blaue Elixier, was ich seit Anbeginn quasi habe. Seit ich mir das vom blauen Elixiertypen hergestellt habe oder vom blauen Schleim hab herstellen lassen. So, auf geht's. Mein Reich lag inmitten einer Wüste. Am Tag jagte ein glühend heißer Wind über das Land. Des Nachts herrschte der eisige Griff bitterster Kälte. So oder so, der Wind brachte nichts als den Tod mit sich. Doch der Wind in Hyrule prägt etwas anderes, etwas ganz und gar anderes. Und mich verlangte es nach diesem Wind. Es kann nur Schicksal sein. Erneut versammeln sich diejenigen, welche die Zeichen tragen, an diesem Ort. Meine Hand vermag jenes zu fassen, was dem Betrachter jedes Gelüst gewährt. Wenn die Zeichen für Kraft, Weisheit und Mut zusammenkommen, steigen die Götter vom Himmel herab. Wer die Kräfte der Götter, sprich das Triforce, berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. Das Triforce der Weisheit ist bereits mein.
fehlt nur noch deines. Keine Angst, ich will dich nicht töten. Aber in deinem Körper ist etwas, das ich unbedingt brauche. Und nun soll sich mein Schicksal erfüllen. Götter, höret meinem Wunsch. Erhebt dieses Land wieder ans Licht der Sonne. Gebt mir Hyrule. Wer das Triforce berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. So war es doch, oder etwa nicht, Ganondorf? Götter des Triforce, höret meinen Wunsch. Eine Zukunft, schenkt diesen Kindern eine Zukunft, die voller Hoffnung ist. Hyrule, das Reich der Vergangenheit, möge weichen und die Zukunft dieser Kinder strahlend erleuchten. Damit hat sich unser Schicksal erfüllt. Ganondorf soll zusammen mit Hyrule versinken. Wie töricht. Eure Zukunft, sagst du? Hör auf zu lachen. Du bist wirklich ein bösartiger alter Mann. Tut mir leid, Link. Ich muss wohl eingenickt sein. Los, lass uns schleunigst von hier verschwinden. Gehen wir heim. Heim auf unser Meer. Meinetwegen, dann zeigt mir doch mal, was eure Zukunft, eure Hoffnung wert ist. Und ob ihr des Triforce würdig seid. Ich werde versuchen, ihn kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Versuch ihm also währenddessen Schaden zuzufügen. Wo bist du denn? Da geht die hinter mich. Als ob dem das nicht auffallen würde.
Los! Oh nein! Ha! Scheiße, das funktioniert auch nicht mehr. Au! Link, jetzt müssen wir uns wohl eine etwas raffiniertere Strategie einfallen lassen. Link, ich ziele auf dich und du benutzt dann dein Schild, um... Verstehst du? Ja. Das war wohl nix. Ist mir schon klar. Und damit hätten wir's. Wir haben's geschafft. Wir haben's durch. Das Spiel ist vorbei. Ja. Ja. Das Spiel ist vorbei. Oh ja. Der Wind. Er weht. Wir haben es geschafft. Link. Meine Kinder, hört meine Worte. Ich habe die Vergangenheit stets bereut und in Zwietracht mit ihr gelebt. Wenn ich doch die Dinge nur ungeschehen machen könnte, es verging kein Tag, an dem ich nicht an das Königreich gedacht habe. Ich war die Geisel dieses meinen Landes. Hyrule. In gewisser Weise könnte man sagen, Ganondorf und ich sind uns sehr ähnlich. Aber von euch wünsche ich mir, dass ihr mit nach vorne gerichteten Blick lebt. Ich kann nicht versprechen, dass euch eine gewogene Zukunft erwartet. Und dennoch bitte ich euch, dass ihr dieser Zukunft positiv und aufrecht entgegenschreitet. Lebt wohl. Wir, eure Vorfahren, vermochten nicht mehr, als euch diese Welt zu hinterlassen. Verzeiht uns. Aber wir könnten ihr doch zusammen entgegenschreiten. Ja, wir haben doch ein Schiff. Wir finden es bestimmt. Ein Land, das zu einem neuen Hyrule werden kann. Und deswegen... Ja, aber es soll nicht Hyrule sein. Es soll euer Land sein! Mit der Zipfelmütze, ich finde das so geil. Gar keine Zipfelmütze auf, aber hey. Erstmal eine Zipfelmütze. Da geht er für immer fort. Euer Land. Und unser
Vermächtnis. Eigentlich bin ich ja bei Nacht nach Hyrule, aber hey. Die Piraten. Komori, die Piraten. Errol. Und selbst Meduli und Makoros sind da. Ja. Und das war's mit The Legend of Zelda, also Wind Waker HD im 100% Run. Ich hoffe an alle Zuschauer, sei es auf Twitch oder auf YouTube, dass es euch gefallen hat. Damit haben wir das jetzt durch. Erst den Hardcore-Run oder die Hardcore-Challenge mit dem 3-Herzen-Run verbunden und dem Helden-Modus. Das war sehr schwer. Dann den Randomizer, der läuft auch gerade noch auf YouTube. Haben wir auch schon im Stream hinter uns, der ging 3 Tage. Wird auch immer mal wieder kommen. Wird auch immer mal wieder kommen. Ja, genau. Wird auch mal immer wieder hier auf Twitch kommen, der Randomizer. Das war jetzt der 100% Run, der sehr, sehr lange Zeit ging, aufgrund der großen Pause, die ich hier hatte. Fast ein Jahr. Auch krass, ey. Fast so ein Jahr Pause. Oder 10 Monate? Ich meine, 10 Monate war es. Oder war es 8 Monate? Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Pause dazwischen. Mein Feedback zum Spiel habe ich schon gegeben. Ich kann es gerne nochmal sagen. Es ist ein klasse Spiel. Freut mich immer wieder, das zu spielen. Aber jetzt habe ich auch erstmal genug. Ja, die nächsten Projekte, die anstehen, sind The Zelda Skyward Sword. Damit fangen wir aber nicht mehr heute an, weil der Stream geht schon fast 5 Stunden. Ich mache eine kleine Pause jetzt. Ob morgen was kommt, weiß ich noch nicht. Eventuell. Das muss ich aber erst schauen. Kann auch sein, dass morgen nichts kommt, je nachdem, wie ich aufgestellt bin. Ja. Also, streamtechnisch werdet ihr erwarten können. Skyward Sword auf jeden Fall als festes Projekt. Auch versuchen, da die 100% zu machen. Es sei denn, ich muss irgendwelche Sammlerei machen, die mir halt absolut nichts bringt. Wie hier die Fotos, die mache ich halt nicht. Ja, aber sonst Skyward Sword. Dann denke ich mal, der Randomizer, wie schon gesagt. Ich guck mal, was ich hier auf dem PC so alles rumliegen habe. Eventuell kommt Skyrim oder Oblivion oder sowas. Oder Morrowind habe ich auch noch, genau.
Teso, also die Elder Scrolls Online eventuell mit dem guten Ryu. Der Ryu, ja, da könnten wir machen. Was auf jeden Fall auch ansteht, sind die Risen Games, Risen 1, 2 und 3. Elex, Witcher werde ich wahrscheinlich hier machen. Dragon Ball Xenoverse wollte ich auch mal mit dem guten Ryu machen. Kann aber noch ein bisschen warten. Jetzt stehen erstmal an als Stream Skyward Sword, definitiv. Ob was dazwischen kommt als Abwechslung, weiß ich noch nicht. Als Let's Plays werden jetzt auf jeden Fall bei mir auf YouTube laufen. Oder sind schon gelaufen, sehr wahrscheinlich. Oder laufen derweil noch, wo das hier auf YouTube halt landet. Dieser Part, dieser Endpart, wird sehr wahrscheinlich dann Gothic 3 Götterdämmerung sein. Und Pokémon Colosseum in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja. Ich versuche ein bisschen hier ein paar Möbel reinzukriegen. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das machen werde. Ich habe halt hier nicht viel. Das ist das Problem in dem Zimmer, wo mein Schreibtisch steht. Und die Decken sind halt sehr hoch. Das ist das Problem. Oder ich tausche die ganzen Sachen. Aber das wäre viel, viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Vielleicht kriege ich ja mein Bett hier rein. Dann ist die Frage nur, wofür nehme ich das andere Zimmer? Nee, das muss schon mein Schlafzimmer bleiben, weil sonst steht da halt nichts mehr. Vielleicht den Fernseher hole ich noch rüber. Das kann ich vielleicht machen. Den Fernseher rüberholen. Auf jeden Fall versuche ich den Hall wegzukriegen. Naja, gucken wir uns die Endszene an. Der König ist tot. Man sieht, dass der rote Leuenkönig keine Augen mehr hat. Aber Link noch auf dem Boot. Der Abschied naht. In normaler Kleidung übrigens. Nicht mehr in der Dingskleidung. Und der und der Brief von Tingle, den habe ich halt nicht eingesammelt, weil der mir zu teuer war. Stecht in See. Volle Fahrt voraus. Unser Ziel ist dort, wo uns der Wind hinführt. Das hast du schön gesagt, Tetra. Der Briefkasten wackelt einfach immer noch. Errol, mach es mir nicht so schwer. Vor allem, ihr müsst euch mal überlegen. Link ist vielleicht sowas wie 12, ungefähr so alt, also 12 Jahre alt. Und der macht sich einfach mit Piraten auf dem Weg weg von zu Hause. Für immer und ewig. Mit 12. Ungefähr mit 12. Ja, Ende. Es wird ein Spielstand für den zweiten Start erstellt. Ja, und damit bedanke ich mich wirklich fürs Zusehen. Ich beende den Stream an dieser Stelle. Ich hoffe, The Legend of Zelda The Wind Waker HD in dem 100% Run hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zu einem anderen Projekt. Bis dahin sage ich ciao und macht's gut.